Guten Tag, herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem Kebab-Restaurant, Chef-Simulator, wie auch immer. Moin. Moin, moin. Mit Mitarbeiter Pascal. Kannst du mal wieder die Fritteuse mehr nutzen? Hier ist so viel Öl. Ja, irgendwie brauchen wir die gar nicht mehr, ne? Ja. Du hast auch der Pommes eine millionenfache Ausführung gemacht, da. Hast du da schon immer was von genommen? Ich habe das noch gar nicht benutzt. Doch, ich brauche für meinen Döner-Teller. Also wenn ich den Döner-Teller gelevelt habe, dann brauche ich das auch nicht mehr. Dann waren deine Pommes kochtkünst umsonst. Irgendwann brauchen wir die mal wieder, ansonsten nehmen wir sie als vergammeltes. So, 4. Wir brauchen noch eine 2 Kartoffeln. Und 2 Zwiebeln. Nee, das geht nicht. In den Kühlschrank kann man auch nicht reinspießen, ne? Nein, nein. Ich bin hier ein bisschen schade, dass das nicht geht. Ah, kommt vielleicht irgendwann nochmal. Wirklich alles durcheinander gebracht hier in dem Regal. Dass du das noch nicht wieder sortiert hast. Na, bevor du gleich wieder kommst. Wollte ich das, weil nur du geärgert hast. Ja. Ja. Nicht geärgert, ich habe nur festgestellt, dass du mir wieder alles in den Weg gestellt hattest. Nee, das glaube ich nicht. Doch. So, mein Tag ist fertig. Ich brauche noch. Ja, dann baue ich mal unsere Getränke um hier. Das hast du auch irgendwie komisch gemacht. Aber eigentlich schon wieder leer geworden alles, glaube ich, ne? Oder? Ja. Alles wieder leer. Moin, moin, vielen Dank, sei gegrüßt. Kaffee war auch, achso, du hattest schon das teuerste nochmal abgegradet, ne? Ja, ich habe den teuersten Kaffeestand genommen, ja. Nehme ich nochmal die Theke für alkoholfreie Getränke, dann haben wir die zweimal und zweimal das andere. Kaffee ist ja ganz praktisch, dass die Station auch nicht so groß ist. Jetzt wird das Spiel wieder ein bisschen gebuggt, glaube ich. Habe ich immer das Menü links. Nee, du musst aufs Spiel fortsetzen gehen. Kann ich ja nicht mehr raufklicken. Doch. Stell mal lieber deine Theke wieder ordentlich hin.
Nee, kann ich nicht. Ich komme auch nicht aus dem Baummenü. Ich habe den Hammer. Und wenn man im Hammermenü ist und auf einmal dieses. Also ich kann nicht einfach Escape nochmal drücken. Du musst einfach mal C drücken die ganze Zeit. Mach mal. Mach es selber mal auch. Weil kannst du es, ne? Ich kann es nicht. Komm, Spiel einmal beenden. Ah, jetzt bin ich mit der Maus da raus irgendwie. Das sieht ja schon wieder viel zu wild aus, was du da machst. Ja. So. Ich dachte, ich kann hier noch ein bisschen Platz sparen, weil du es ja so ungeschickt platziert hast immer. Ja. Musst du doch noch Zucker einkaufen, ne? Ja. Alter. Ich muss, oh, da liegt Müll, oder was? Du bist echt wie so ein kleines Kind. Ja. Ja, Müll. Den Zucker kaufen. Brauchst du noch was? Ja. Was denn? Ich brauch nichts. Milch? Tomatenmark? Hast du das schon irgendwo im Betrieb, Tomatenmark? Nö, nee, du? Nö. Nee. Hätte sein können. Was immer so einen komischen Krams. So, Bayern heute. Jetzt gebe ich noch mehr Geld aus. Ja, was liegt denn hier alles rum? Wer wohl das Kind ist hier? Oh, Kind. Selber schuld. Ich kann das genauso. Oh. Jetzt auch wieder völlig übertrieben. Dass ich kurz im Laden alleine passiert sowas. Ich kann das genauso. Schenk dir Chili-Pfeffer. Ich bin jetzt für Süßigkeiten, du machst das andere. So, was? Oh Gott. Überall noch Mehl hingeworfen hier. Die Töpfe, das sind deine Suppentöpfe. Ich brauche die hier nicht. Ich brauche die auch nicht. Ja, dann kommst du morgen wieder um die Ecke und willst wieder das machen. Ja, wenn wir Suppe freigeschaltet haben, können wir wieder Suppe anbieten. Weil diese lohe Suppe, die lohnt sich ja nicht. Ja. Und Tomatensuppe haben wir nie durchgelevelt, oder? Weiß ich nicht. Oh, die Bank hat ja auch gar nichts gebracht irgendwie. Steht hier schon wieder alles im Weg bei mir, das ist auch echt. Machst du denn hier auch echt? Das sieht ja furchtbar aus bei dir. Ja, ich muss hier das alles vorbereiten für den nächsten Tag. Da habe ich eigentlich nur noch ein Salz und Pfeffer. Hast du mal auf welches geklaut, wenn du so durcheinander nee, gebracht du hast? Du schmeißt das andauernd bei mir alles hier rüber. Nee, du hast es hier hinten geworfen. Nee. Nee. Ich habe irgendwie 5-mal Salz bei mir im Fach. Ey, und alle kommen von dir. Nee, kann ja, ja gar nicht. Ich habe 2-mal Salz. Klar. Dann haben wir das ja für vielfältig, oder was? Cheatest du? Ich weiß nicht, was du immer andauernd machst, wenn ja. du da wieder zu viel Langeweile hast. Cheatest auf jeden Fall. Mhm. Nicht gleich gewusst, deswegen haben wir so viel Geld. Ja, definitiv. Ich mach den Tag bis Ende jetzt, ne? Okay. Oder brauchst du noch Zeit?
Ich brauche noch ganz viel Zeit jetzt. Ja, was, du hast, willst doch schon wieder Croissants machen, oder was? Oh, was soll das denn? Ja, ich war das nicht. Ja. Ja, du, ich war im Shop. Ich war auch hier gerade beim Barber, hätte ich mal nicht gesagt, hier beim Gemüsehändler. Naja, du bist falsch gelaufen, bestimmt. Ja, genau. Ja, wusste ja, ich war im Shop, kann man sehen. Ja. Guck jetzt genau, was du machst. Ich weiß auch, wo ich war. Kriegst nämlich irgendwas Komisches immer. Gut. Warte, ja, komm, alle gesehen. Ich brauche ein paar Erdbeeren. Ja, ich habe aber auch nichts gemacht. Warte mal, Tomaten brauche ich auch. Nee, Kartoffeln will ich nicht haben. Ach man, warum ist das denn jetzt schon wieder irgendwas Wildes bei mir im Ding? Ja, das, wir kaufen zusammen eine. Nicht Stechel. Ja, dann lass mich jetzt aber kurz mal meins. Ja, dann kauf du halt erst und dann nehme ich meins nachher mit. Nee, bleibt jetzt so. Das ist gekauft. Gut. Wenn du fertig bist, ja. Mach gerade 8-mal das schwierigste Gericht, was wir haben. Ja, oh Gott, das ist so einfach, hast du doch gesagt. Nee, die Hühnchenflügel sind so einfach. Jetzt habe ich mir noch verzählt wegen dir. Man fuck dich hier, Pascal macht immer nur Mimimi. Also wie du. Was ist ein Darth Vader Helm? Kommst du denn jetzt auf einen Darth Vader Helm? Weiß nicht. Also knapp heute mit LS mit den Produktionen, ne? Ja, ich hätte auch echt gedacht, dass du noch einen Ticken mehr hättest, aber. Deswegen diese 105 oder wie? Achso, Tomaten. Ja, ich habe so mal so grob durchgerechnet, ne? Und die Plantagen, das unterschätzt man ja auch, das ist ja echt ein Haufen. Also. Ja, die Abwasserstation. Doch nicht mit so viel gerechnet. Aber wenn man überlegt, dass du jetzt erst also ein bisschen mehr als die Hälfte hast, wie Rivem zulässt, ne? Ja, kann man noch ein bisschen. Ja. Du hast ja auch einen Haufen Produktion, also noch nicht so. Ja, das sind ja so einzelne, das ist jetzt ja nicht mehr so die Menge, es sei denn, man macht halt dann noch viele Sachen her, nochmal und nochmal und nochmal. Noch ein zweites Apple-Feld oder keine Ahnung. Na gut, dafür hast du ja die Gewächshäuser, ne? Und dann Trauben und Oliven sind ziemlich knapp. Und das. Ja. Auch mit der Nacht mit dem Schwulen, das war auch echt ganz schön knapp da. Ja, mit 11, ne? Ja. Das ist halt noch das. Was habe ich noch? Himbeerpampe hier. So. Fleischwolf kommt jetzt mal hier neben, also die Fritteuse braucht ja eigentlich auch einen Stellplatz. Was ist hier denn eigentlich noch? Achso, hier sind auch noch Ölflaschen. Wie viele Ölflaschen haben wir eigentlich gekauft? Das Problem war, dass ich letztes Mal zu dir gesagt habe, dass ich die im Karton unter dem Schrank stehen habe. Und dann hast du nochmal welche eingekauft, weil du die nicht gefunden hast. Weil du das ja auch nicht gesagt hast. Ich hab's dir gesagt. Du hast ja nicht zugehört. Kann man schlecht übereinander stellen, weil sie dann immer gleich sich auskippen wollen. Was hast du denn hier eigentlich? Hier hast du Ketchup drin reinsortiert. Okay.
kommt man nicht das Ketchup jetzt schon wieder her, was hier rumsteht und alles. Mario. Ja. Wenn du schon wieder so sagst, dann kommt das eh wieder von dir. Klar kommt das von dir, das ist doch schon fast aufgebraucht. Auch nie Ketchup. So, Döner Teller habe ich 4 Portionen, Hotdog habe ich noch 3. Davon habe ich jetzt 9. Und Brezel und so habe ich auch noch genug, ja. Ich hasse gleich alles fertig. Aber es ist 9 Portionen von dem schweren Gericht. Also von mir aus können wir schlafen. Das kann man die Wand gar nicht anmalen. Irgendwie sieht das komisch aus mit dem Roten hier im Restaurant. Draußen kann man den Boden nicht machen. Nein, nein, dann bleibt so. Irgendwie fühlt sich aus im Dunkeln das Restaurant hier. Ich weiß nicht, es gibt ja noch als die Mission, dass man beim Daten die 50 treffen muss. Ja, mach mal, du bist dran. Ich konnte nicht von werfen, weil du angeblich dran bist. Oh, war ein bisschen hoch. Zu low. Hä? Das ist auf mich geworfen. Reset. Nee, du bist dran. Steht da. Ist nicht dran, steht da. Ich weiß gar nicht, wie ich kann den werfen. Du bist jetzt also dran. Was, hä? Wer ist denn jetzt dran? Ich. Nee, du jetzt machst für mich. Ist auch buggy. Nee, bei mir stehe ich oben. Nee, bei mir stehe ich oben. Jetzt bist du dran, sagt er. Hinten das noch platzieren, werfen. Du musst das Mausrad gedrückt halten und wirft er. So, dann da. Ja, und dann muss ich loslassen, wenn er Power hat. So. Hast die 50 getroffen, ne? Ja. Bin ich wieder dran, ne? Komisch, dass das ist das. Und ja, ich, also bei mir steht jetzt 226 Punkte, braucht Pascal noch. Und bei dir steht, du brauchst noch 264 oder wie? Ist ja auch voll buggy. Dann trinke ich lieber erstmal irgendwie. Ich wollte Whisky trinken, aber es geht nicht. Das habe ich auch getroffen, oder? Ja. Aber ich kriege das Ereignis nicht. Das steckt doch in der 50. Frechheit. Ich hab's gekriegt gerade eben. Ich nicht. Jetzt bist du dran. Hä? Was ist das denn? Jetzt kann ich nicht mehr werfen. Dann lässt er mal sofort los. Das geht nicht mehr. Nicht jeder, ne? Wieso sagt er denn? Hä? Hier sind so viele Punkte gemacht. Ja, wieso 60 werfen einfach? Das sind drei hier. Und hier steckt ihr denn in der 5 drinne? Steckt auch 120 drin. Triple 20. Nee. Unter. Bei mir genau unter. Nee, bei mir steckt er drin. Genau in der Mitte. Nix.
Der eine ist genau in der Mitte vom schwarzen Feld und der andere ist genau in der Mitte vom roten Feld. Aber ich sehe das gerade auch echt bei dir am Stream. Das ist echt ein bisschen anders. 30, dann kann ich die 3x30, 3x11 einfach, ne? Ne, man muss doch mit Doppel ausmachen, oder nicht? Ist das weiß nicht so beim Starten? Das wäre auch dumm. Ich habe das Falsche gezählt. Ich wollte die 3-fache, nicht die 2-fache. Ich wollte noch 11 Punkte. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ja, normal ist das im richtigen Daten, dass man mit Doppel ausmachen muss. Ja, das ist scheinbar auch so. Wenn du fertig bist, gehe ich schlafen, glaube ich. Mache ich dann jetzt 13 und eine doppelte 10 oder eigentlich lieber die 20? Doppel 4. Ups. Ach ja. So beenden wir den heutigen Tag mit einer Runde Dart. Triple 19, war. Gar nicht angekommen, war. Ach man, was war das denn? Jetzt habe ich dich angeworfen, oder was? Ja, du darfst mich ja nicht einfach anwerfen. Ja, Frechheit. So. Das passiert echt, ne? Ich kann einfach dran vorbeiwerfen. Oh, das kann nicht jeder. You win. Ich hab gewonnen, steht jetzt hier tatsächlich. Ja. Das ist echt noch ein bisschen verpackt. So, genau, von daher, hier müssen wir auch mal immer ein bisschen einrichten. Level. Sowieso schon maximal. Level. Maximal. Max. Level. Ja, Doppellevel. Oh, Laden läuft bei uns. 78 Gerichte wieder. Nee, 77. Bei mir steht 78 Gerichte. Echt? Bei mir steht 77. So, neue Pommes oder was ist das? Der ist die Süße oder was ist das? Ja, das ist das, was wir für den Gourmet brauchen. Lass mir mal Zeit. Glaube ich, oder? Warte mal, ich muss mal nachgucken. Ich weiß das gerade nicht genau. Gut, aber das Ganze schauen wir uns am nächsten Tag an. Ich werde jetzt auch, glaube ich, die Cupcakes mal da langsam. Wir müssen mal ein bisschen vorankommen hier, ne? Wir brauchen mal 100 Kunden im Laden. Ja, das ist was für dich, der Nachtisch. Ja, aber ich habe jetzt schon, also die Kekse können wir raus. Die schmeiße ich dann sonst auch weg, mir ist egal. Muss ich sonst wieder zweimal Kekse verkaufen, ist ja wieder ein verlorener Tag. Das sind 12. Da willst du denn diese Schokos machen oder was? Fett? Weiß noch nicht. Was ist denn das Neues? Cupcake hast du auch drin oder? Ich hab da nichts reingepackt. Nee, ich sag ja, was du machen willst. Cupcake können wir machen, habe ich reingepackt. Und? Und den Gelee brauche ich auch noch wieder, ne? Und den sind wir auch noch nicht durchgelevelt. So, ich meine jetzt drin, der Pilzkäfer, das, das. Oh, ich habe meine drin. Ich weiß nicht, ich muss bei dir mal gucken, ob du da nicht raus. Ja, weiß auch nicht. Gelee kommt erstmal rein. Trolle kommt rein. Zug muss ja auch immer noch rein, ne? Hast du schon reingepackt, Zug? Nee, ne? Nee. Ich wusste nicht, was du machen willst.
Cupcake eigentlich einzeln servieren? Weiß ich nicht, ich muss erstmal gucken, nicht, dass ich da mehrere Cupcakes drauf tun muss. Was fehlt denn jetzt noch? Was machen wir denn da noch? Müssen wir mit euch das Achievement irgendwie erreicht, ne? Wie viel musst du denn noch cleanen für dein Achievement? Ich habe immer nur erst 3 von 20. Na, ich muss gleich mal gucken, warte mal, ich muss einfach noch kurz das reinstellen. Warte mal, wo guckt man da? Ist das? Oh, ich kann so viel. Was wolltest du wissen? Was? Weiß ich nicht, was ist das denn alles für ein Skrammel, den du da schon wieder freischaltest? Das ist alles, was ich freigeschaltet habe schon. Also mir fehlt noch Cooking Master. Reach Max Level of Mastery on Rezepts. Also dann hier dieses, dass du ja vergammeltes Essen liefern sollst. Ein Tag. Ich soll die 50 treffen in der Runde. Das habe ich ja nicht eben gemacht. 20 Dekorationsitems sollen wir platzieren. Ja, das habe ich gerade eben auch gesehen, das würde ich gleich mal machen. 50. Reach Maximum Level of Fame in Day. 5 Sterne Restaurant. Wie sollen wir das denn machen? 500.000 Vermögen sollen wir auf dem Konto haben, 1 Million Vermögen. 2.000 Gerichte, da fehlen uns noch 1.117. 5 Suppenrezepte, da haben wir auch erst 2 von. 40 Rezepte sollen wir freischalten. Haben wir erst 30. Wir sollen 5 Nachtische an einem Tag liefern, ist auch noch super vegan. Die 5 Nachtische an einem Tag. 5 verschiedene Rezepte an Nachtisch. Oh, das hätte ich ja fast eigentlich. Ich habe leider schon eins falsch reinserviert. Ich hätte Susu dich anbieten sollen, da hätte ich 5 verschiedene Dinger machen können. Ja, aber theoretisch habe ich doch auch noch einen Nachtisch, oder nicht? Was ist Croissant? Das ist doch kein... Ach so, was ist denn eine Nachtischsparte? Weiß ich nicht, müssen wir gleich mal nachgucken. Defeat Gourmet Elena, die haben wir doch schon lange besiegt. Und Defeat Gourmet Anton haben wir doch auch schon. Und Abby, was ist das denn? Ja, die Achievements gab es vielleicht noch nicht, als wir das geschafft haben. Was sein? Abby und Anton kommen noch. Wir sind schon wieder über der Zeit. Leute, vielen Dank bis zur nächsten Folge. Einen Tag machen wir auf jeden Fall noch. Bis dann, vielen Dank und tschüss. Tschüss.